Hallo und herzlich willkommen zum Brizzy Talk Lukas? zusammen mit Lukas? Hallo? Bin ich gemutet? Bist du verarschen? ja. Hä? What the fuck? Oh mein Gott. Und Moritz, wir sind eure Gastgeber. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Start, Digga? Du hast nichts bei mir gesagt. Ich hab übel Lukas gesagt, Digga. Retalk. Ich meine, ich hab dich nicht klatschen gehört und nicht Lukas sagen hören. Ich hab geklatscht und ich hab Lukas gesagt. Also klatschen hab ich dich aber auch nicht gehört. Ja, ach, ist egal. Nee, bitte, lass nochmal machen, das Intro ist true. Nein, lass es einfach so. Oh mein Gott. Wir sind professionelle Podcaster. Digga, es sind einfach jetzt schon 45 Sekunden komplette Scheiße, Mann. Oh, damn. Ey, Digga, also, wie war die Woche, Bruder? Was hast du gemacht? Nichts. Wie jede Woche auch. Es ist immer noch Corona. Ich meine, man darf sich jetzt wieder treffen, aber... ja. Ich meine, actually war ich bei der Risikogruppe. Ich habe meine Oma mal besucht. Oh. Mal ganz kurz. Aber ja, mehr habe ich auch nicht gemacht. Na, ja moin. Beste Lifestyle, Digga. Actually würde ich zum Beginn erstmal eine schicke Story von gestern erzählen. Ich war gestern, hat mein Vater halt so gesagt, ja, da ist so eine wilde Frau in unserer Stadt. Und der Sohn ist inkompetent, so hat's mein Vater gesagt. Und die hat irgendwie so Grünzeug und das müssen wir so halt so wegbringen. Digga, die Frau hat gegönnt, sie hat mir einfach 50 Euro dafür gegeben, für eine halbe Stunde Arbeit. Das ist einfach nur frech, Digga. Also, für eine halbe Stunde Arbeit, Digga, das ist einfach ein fucking Stundenlohn von 100 Euro. Willst du nicht verarschen? Ja, ist so, Digga. Der gute Stundenlohn von 100 Euro. Aber ich finde ja geisteskrank, ne? Also, jetzt, ich meine, du flexst hier mit deinem 100 Euro Stundenlohn, aber Miki TV, heute 16 Uhr, den 10.05. hat er wieder angefangen zu streamen. Erster Stream. Walla, ich schwör, wie ich hier sitze, er hat einfach in der ersten halben Stunde 2500 Subs gemacht, glaube ich. 2500 Subs, weißt du, was das für ein Stundenlohn ist? Der ist aber eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, Digga, also, du darfst auch nicht wissen, wie viel Monte einfach macht. Digga, Real Talk, der ist so... Ja, aber Monte macht keine 2000 Subs in einer halben Stunde. Ja, aber Digga, der hat pro Monat mindestens... so 25.000 Subs. Und das ist ja auch in extrem viel Geld. Digga, das ist geisteskrank, ja. Oder noch wilder war damals ja Ninja. Mit den Fortnite-Halbzeiten. Ja, 300.000 Subs so mäßig. Ja, ja. Das der hatte also über ein halbes Jahr lang über 100.000 Subs. 100.000. Und das musst du jeweils mal 3 Euro, mal 3 Dollar nehmen. Ja, das und dann ist so ein weißt du, was der verdient hat. Ja, so circa. Das ist also, Bro. Und, also, das, also, ich meine, sein Hype war ja mehr oder weniger dann vorbei, ne? Aber... Nachdem halt Mixer... Ja, so. Aber ich weiß nicht, warum ist er denn auf den Mixer gegangen? Haben die ihm so viel Geld geboten? Ja, müssen sie ja. Ey, so Digga, Retalk, ich weiß nicht, der streamt da, glaube ich, mit gefühlt 1000 Zuschauern. Das ist ja, aber gar Digga, nicht ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, so an Ninja-Stelle... Ich hätte es safe auch gemacht, weil du musst dir überlegen, der wird dafür so viel Geld kassiert haben, dass er ausgesorgt hat. Safe. Zu 100%. Der hat schon durch Twitch hat, da ausgesorgt. Ja, ja, der hat schon durch Twitch eh ausgesorgt gehabt und durch seine ganzen Werbedeals. Ich meine, der hat mit Adidas, mit Red Bull, das sind ja Traumwerbedeals. Ja, und der wird ja auch ultra viel Geld kassiert haben. Aber so, und Digga, wenn du jetzt auf Twitch weiter gewesen wärst, du wärst immer ein richtig großer Streamer gewesen, weil ich meine, er war ja der Größte. Ja. Und Digga, jetzt hat er sich so gedacht, naja, ich habe das Twitch-Game durchgespielt, wie Monte sagen würde. Und ja, kassiert einfach mega viel Geld, dass ich einfach auf Mixer stream und es ist einfach viel ruhiger. Weil ganz ehrlich, wenn du so ein Ultra-Star bist. Ich fühle es aber auch, wenn was im Stream los ist. Ich meine, er kann immer noch so sagen, yo, er hat genug Zuschauer, sein Stream wird quasi durch die Community bestimmt. Aber... Mhm. Digga, wenn du 100.000 Subs hast, Junge, dann lässt sich doch anders gut streamen, oder nicht? Ja, okay, das ist dann halt wieder so eine Größe, du hast dann zu viele Leute im Chat. Selbst wenn du einen Sub-Mode anhast, Digga, da spammen die Leute wieder irgendwelche Modes und da kannst du nicht mehr so gut den Chat lesen. Weißt du?
Wenn, wenn der ist jetzt so auf Mixer. Ich meine, er wird immer noch auf der Straße überall erkannt werden, so obvious. Aber das wird sich dann in den nächsten Jahren weiterlegen und er streamt da, kassiert sein Money. Und dann hat er, nachdem er mit Mixer fertig ist mit seinem Vertrag, wenn der ausgelaufen ist, wird er sagen, Digga, ich habe eh genügend Geld, mache ich irgendwas anderes. Oder ja, er safe. Macht halt weiter YouTube oder sowas, aber nein, das ist ja dann im Endeffekt auch egal. Real Talk, wenn du jetzt so, sagen wir, wie, für wie viel denkst du, ist er zum Mixer gegangen? Also, ich schätze 50 Mille aufwärts. 50 Millionen aufwärts? Ja, Digga, der will. Also, 50 ich meine. 50 Millionen? Bro, ich dachte halt, Retalk, der gettet so. Ich sag 20 bis 30 Millionen. Und okay. Dann ist schon. Aber jetzt mal, was ich eigentlich fragen wollte. Was würdest du. Weil der hat ja vor Mixer schon extrem gut verdient und extrem ist ein sehr so hohes Vermögen angehäuft. Was würdest du machen, wenn du jetzt. Ich meine, der ist ja übel jung. Mit so einem Vermögen würdest du dann noch weiter irgendwie arbeiten oder so? Weil, Digga, eigentlich könntest du einfach den entspannten Lifestyle machen. Digga, kaufst dir ein Haus und entspannst einfach, Digga. So, ich meine, hast keine Verpflichtungen mehr so mäßig. Also, ja, das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich in Social Media so Social Media Star wäre und dadurch reich gewesen geworden bin, weiß ich nicht, ob ich da dann weiter in dem Business wäre oder ob ich irgendwas anderes machen würde, aber ich würde auf jeden Fall mich so wenig zurückziehen, auch so ein entspanntes Live führen, aber du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Also du kannst nicht mit 25 aufhören zu arbeiten, dann ist dein Leben einfach scheiße, sagen wir es so, wie es ist. Du brauchst irgendeine Aufgabe in deinem Leben und Sachen, die du erreichen willst. Ich meine, ich würde dann an seiner Stelle halt so versuchen, ich meine, er hat extrem viel Geld, aber mehr Geld geht immer. Dann würde ich halt so schauen, dass ich mein Geld irgendwie in Immobilien investiere und die dann profitbringend weiterverkaufe oder sowas. Ja, gut, kannst du machen, wie du willst. So. Ich meine, es ist halt, ich weiß nicht. Ich meine, du könntest dich auch einfach zur Ruhe setzen. Aber wie du gemeint hast, Digga, mit 25, Digga, du musst halt was machen so. Aber ich denke, du musst nicht unbedingt arbeiten, sondern du kannst auch einfach irgendwie so eine Welttour machen oder so. Stimmt eigentlich, also ich meine, der könnte sich halt mal so sagen, er macht jetzt für die nächsten 3 Jahre nichts und macht so eine Weltreise und danach kann er wieder irgendwas arbeiten oder sowas. Könnte er ja auch machen. Ich meine, wenn man so an die Geissens denkt, Digga, dann kaufen die sich ein Haus, eine Luxusvilla, leben da 2 Monate drin und dann verkaufen die wieder. So könnte er es ja im Endeffekt auch machen und so könnte er verschiedene Standorte auf der Welt so besuchen. Weil ich meine, die Geissens machen ja eigentlich nichts mehr, außer, na doch, die machen schon extrem viel noch, ne? Die Carmen machte ihre Songs und der Robert sein Immobilien-Game ein bisschen. Und die haben jetzt auch irgendwie ein Hotel oder so eröffnet irgendwo. Ey, Bro, die sind geisteskrank am Hasseln. Und nebenbei einfach noch Kamerateam. Pro Folge irgendwie 40k earnen die da ab, Alter. Das ist auch lecker schmecker. Ja, ist wild. Und dann noch die Rolexes für die Töchter kaufen. Ja, Mann. Du musst dir einfach vorstellen, Digga, deine Familie würde einfach ein Kamerateam every day, every night da haben, in eurer Butze, und sie würde euch filmen, wie bei den Wollnys oder so. Bro, ist doch geisteskrank unangenehm, oder nicht? Ey, ganz ehrlich, wenn ich die Geissens wäre, ich würde ja niemals so das mein Kamerateam bei mir haben wollen. Ich meine jetzt so, dass jetzt Prinz Markus irgendwelche in der Öffentlichkeit recht provokant sich präsentiert, das ist ja ein Marketing-Move von ihm. Ja. So, er will halt im Gespräch bleiben, so dass er weiter Cash machen kann. So obvious. Aber bei den Geissens, Digga, da verstehe ich es halt nicht. Ich meine, obvious kassieren die dafür Geld, aber das wäre es mir nicht wert, wenn ich so reich wäre wie die. Ja, halt echt. So, ich meine, es ist ganz nice, so für die Töchter. Weil dann können die selber so auch eine Reichweite aufbauen in Social Media, weil, ich meine, wenn die im Fernsehen sind, dann werden da klar auch Leute irgendwie auf deren Instagram oder so gehen. Mm. Und die eine von denen will jetzt irgendwie ein Model-Business oder so starten. Mm. Und Digga, dafür ist halt schon geil, ne? Aber am Ende des Tages, weiß ich nicht, da könnt, ja, weiß nicht, ob ich mir dann,
Weil die sind ja wirklich die ganze Zeit dabei. An Weihnachten, Junge, filmen die ihre Scheiße, wie die ihre Geschenke auspacken. Ja. Bro, also irgendwie feiere ich es als Zuschauer, klar. Aber ich denke, wenn ich das wäre, ich würde es nicht machen. Ey, und Das weißt du, was ich ist mir ganz auch denke? komisch. Wie du ja gesagt hast, die eine will ja Model werden. Ja. Und Digga, ich verstehe halt Real Talk nicht, warum. Hey, ich glaube, die ist sogar schon so irgendwie, Ja, weiß nicht. safe, safe, safe. Hey, Digga, ich Aber. kann's mir, ich, hey, der kannst du übel gut Geld verdienen und wenn sie Ja, ihr Traum ist, natürlich. Bro, dann. Aber keine Ahnung. Ich würde halt dann lieber so ein eigenes Business aufbauen oder sowas. Ja, die Und muss dann erst mal, halt. mal die Basics lernen. Die muss erst mal die Basics lernen. Und dann halt da kann sie ja vielleicht, keine Ahnung, wenn sie irgendein Modegame oder sowas aufbaut, dann kann sie ja da mal so als Model sich dahinstellen. Aber jetzt so halt nur als Model, als Beruf nehmen, Digga, darauf hätte ich keinen Bock. Also vor allem, wenn, weil Ja. sie hat ja schon ein extrem gutes Startguthaben, will ich es mal nennen. Oh, einfach das So deswegen, Startguthaben. Sie wenn sie ist jetzt kurz mal so. über losgelaufen und hat erstmal 200.000 Euro eingezogen. Bro, wild. Du meinst 200 Mille? Oh. auf jeden Fall. Keine Ahnung. Wenn man jetzt so wegen unbekannter wäre und nicht so viel Geld geerntet hätte, dann könnte man so als Model machen und so Werbdeals und sowas machen, dass man halt mehr Cash verdient. Aber keine Ahnung, bei ihr verstehe ich es nicht wirklich. Naja. Oder sie kann ja Also. auch einfach so Instagram-Model oder sowas werden. Und dann kriegt ihr auch irgendwelche Werbedeals öfter mal, wo es dann auch mal, Ja, keine Ahnung, ein natürlich, aber Fotoshooting hat. Bro, die brennt halt dafür. Die will es unbedingt machen und dann, Digga, sei sie am Ja, Ende des Tages gegönnt, wenn es klappt, Mann. Safe. Digga, aber ich muss sagen, dass sie dafür so brennt, finde ich nice. Ja, safe. Du Also, musst deinen Traum safe. verfolgen und da auch so Ja, zu hinterstehen. 100%. Ey, by the way, ne? Heute ist ja Muttertag. Und, ey, Jungs, ich sag euch eine Sache. Blumen kaufen ist ja einfach mal der übelste Krampf. Der Blumenrand. Ja, Real Talk. Ich war gestern, also, wir haben halt so, ja, wie soll ich das beschreiben? Neben unserem Rathaus gibt's halt so ein kleines Blumenläderle. Und gestern, Digga, ich dachte mir auch, yo, gehst da mal kurz hoch, gönnst dir mal hier so einen Blumenstrauß für die Mutti und gehst dann wieder nach Hause. Junge, am Ende des Tages, ich hab einfach original, ich glaube, fast eine Stunde auf meinen scheiß Blumenstrauß gewartet, weil da einfach so viel andere Menschen waren. Digga, no joke, es war so ein Krampf. Aber am Ende des Tages, ich war übel zufrieden, der sieht mega geil aus, der Blumenstrauß. Und also es ist Das übel schön und meiner Mutter hat's gefallen, also ich bin zufrieden, Mann. Ding ist, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr oft davor gedrückt, Blumen zu kaufen, weil ich echt darauf keinen Bock hatte. Aber wenn ich mal Blumen gekauft habe, war es halt immer so: Ich gehe in den Laden rein, die sagt so, ja, was willst du denn? Und ich so, ja, ein Blumenstrauß. Und dann sagt die so, willst du das? Willst du das? Willst du das? Und ich so, ja, machen sie einfach. Ja, Und okay, dann war macht die bei immer mir so eine halt Scheiße hin safe und so. dann, Nein, ja, echt. also bei mir war das auch so. Ich habe so gesagt, ja, ich will einen Blumenstrauß. Und die so, yo, was willst du für Blumen haben? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann die so, ja, willst du eher so was Helles oder was Dunkles? Und ich so, ja, machen Sie einfach mal hell und das passt schon. Und dann sage ich so, ja, machen Sie am besten so für 15 Euro. Und das passt schon. Und Real Talk? Ey, Blumen sind ja geisteskrank teuer, ne? Also, Ja, ja, ich hab, ja. ich bin da reingegangen, der Typ fragt mich, willst du für 25 oder für 30 Euro Blumenstrauß kaufen? Ich dachte mir, willst du mich am Arsch lecken? Willst du dich verarschen, Digga? Wahrscheinlich kaufe ich für 25 bis 30 Euro Blumenstrauß. Habe Ist ich so, erstmal ist gesagt, so. kann ich auch 15 Euro mit Karte zahlen? Digga, weil, ich dachte so, ich nehme 7 Euro mit, 7,50 für einen Blumenstrauß, passt schon. Und dann, Gott sei Dank, hatte ich meine Karte dabei, Mann. Einfach so auf Happy Meal angelehnt ist oder auf Mac Menü angelehnt ist, außer 57 kostet. No Das ist Werbung so. an der Stelle. Ja. Nee, aber Real Talk, ich dachte, easy, das geht schon, aber naja. Ja, Digga. Es Deswegen, aber sollte das nicht Ding ist sein. auch, ich finde auch so Blumen, so geisteskrank unnötig. Weil es triggert mich halt, dass du so Blumen kaufst und die kaufst du eigentlich nur, damit du sie wegschmeißt. Und das
ist mir einfach, das triggert mich so sehr. Naja, also ich weiß nicht, was Frauen da an Blumen so nice finden. Weil, wie du gemeint hast, man kauft die, die sehen so für ein paar Tage gut aus und dann verwelken sie einfach, oder wie man es nennt. Ja. Und dann sind sie halt einfach broke so. Ja, und Aber, das. I don't know, es ist schwierig. Ich fühl's, ich fühl Blumen auch nicht, aber irgendwie meiner Mutter gefällt's halt und deshalb dachte ich, komm, mach. Dachte ich, Ey. kauf ich einfach mal ein bisschen und dann passt es. Ich glaube, dann würde ich lieber irgendwelche Blumen kaufen, die du dann halt dann so in. Wie nennt man die Dinger nochmal? So Blumentopf machst. Und dann so, die auch wenigstens wegen wachsen oder sowas. Weil das Ja, Ding ist oha, eigentlich. Digga, direkt irgendwie einen Baum oder so kaufen. Ja, Man das kennt Ding ist ihn. halt, ich finde, ich habe zwar in meinem Zimmer kein grün Zeug, keine Pflanze, aber bis jetzt alle Pflanzen, die ich in mein Zimmer gestellt habe, sind eingegangen. Aber ich finde halt so, wenn du so eine Pflanze in deinem Zimmer hast, das wertet die, das Ganze irgendwie auf. Ja, safe. Aber das Ding Und. ist halt, ich wollte mir auch unbedingt so Pflanzen holen. Aber es gibt so Phasen, da gieße ich die einfach derbe oft und dann fangen sie aber das Stinken an. Oder ich gieße Ja. sie einfach gar nicht und dann sterben sie einfach. Ja, ist so. Ist so. Digga, ich habe meine Pflanze. Ich habe sie einfach. Entweder gieße ich sie jeden Tag oder einfach für 2 Monate gar nicht. Und Ja, das ist halt same. so, egal in welchem Fall, sie geht ein. Ja, es ist, also, meine Pflanzen haben auch gar keinen Bock auf mich. Am liebsten, ich würde mir so einen Kaktus reinstellen, der sich einfach vom Wasser in der Luft ernährt oder so. Das wäre wild. Ja, ey, Real Talk, aber ich finde auch so, wenn du so Kakteen hast, es kann auch nice aussehen. Wir hatten so mal im Garten so einen fetten, fetten Kaktus. Und Digga, der ist so gewachsen und der war irgendwie nice, muss ich sagen. Bis dann ein Windstoß kam, er umgekippt ist und er dann broke war. Aber bis zu dem Zeitpunkt war er nice. Digga, ich finde Kakteen auch mit einer der geilsten Pflanzen, die du dir in dein Zimmer stellen kannst. Also, ich weiß nicht, ich würde mir am liebsten diese typische Kakteenform da, Ja. ne, du weißt ja, wie die aussehen, Ja. den würde ich mir am liebsten reinstellen irgendwie und dann halt noch so einen kleinen, weißt du? Das wäre halt wild. Das Ding ist, es gibt auch Kakteen, die sehen richtig weird aus. So, keine Ahnung, es gibt dann halt so kleine Langhaar-Kakteen oder so und das ist manche Formen finde ich dann sehen nicht so nice aus, aber so Ja, die sehen auch ein bisschen zweideutig dieser aus, nicht wahr? klassische, ja, sieht nice aus. Und ich hätte Angst, dass ich mich daran steche. Ja, gut, also, Weil es. what the fuck, wie random. Einfach, du stellst den Naja, Kaktus ich. ins Zimmer und hast Angst, dass du dich stichst. What the fuck? Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es schon vorgekommen ist, aber. Ja, aber, also, Das ist schon vorgekommen. also, lösch dich einfach nur. Oh Mann. Ey, aber auch so. Ich stelle mir immer so meine Zukunft vor, dass ich irgendwann genügend Cash habe, um mir so ein. Eine Wohnung oder ein Haus so mit nicem Garten hat. Real Talk ist ja mal so geil, wenn du so einen Garten hast mit so einer Terrasse, einem Balkon und Ja, dann du, einfach so Digga, Pflanzen dahinstellst. ja, das Ding ist halt, so ein Kaktus oder so in deinem Zimmer wertet dein Zimmer auf, aber einen Garten an deinem Haus wertet dein Haus auf. Das ist Ey, geisteskrank. Real Talk, Garten sind so nice. Gärten, meine ich. Lul. Haus nice. Haus mit Garten, der Garten wertet ein Haus um das 100.000-fache auf. Ja, safe. Real Talk. Oh Mann, unten dann noch Nick Merks Gaming-Keller unten rein, dann hast du es aber geschafft, ey. Dann ab geht's. Der Dann Gaming-Keller ist für wild. 100k. Werde ich ihm auf jeden Das Fall halt echt irgendwann leisten können. geisteskrank, ey. Oh mein Gott. Ja. Ey, Junge, ich weiß nicht, jeder hat es eigentlich mitbekommen. Aber, Digga, wie kann es bitte sein, dass Mercedes auf Instagram gehackt wurde? Ey, Bro, Digga. ich komme nicht drauf klar. Sie haben einfach diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht gemacht Ja. und wurden deshalb gehackt. Mit einem Account Digga. von 6,6 Millionen Abonnenten. Bro. Digga, es ist so peinlich. What the fuck? Also, wie kann das auch passieren? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum sie einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht haben. So, What the Sie haben fuck? aber so Milliardenumsätze. Was Mercedes macht und sie machen einfach auf Instagram keine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Weißt du, worauf ich warte? Dass irgendein stinkreicher Asiate Mercedes aufkauft. Ich, das wird niemals im Leben passieren, Alter, ich kann's dir sagen. Doch, ich sag dir, das passiert. Ah. Oh Mann, Alter. Nee, aber Real Talk, ich verstehe es halt nicht. Es ist so dumm einfach. Holy. Ich Vor allem so lass. ein seriöses Unternehmen wie Monte, wahrscheinlich wie Mercedes. Und dann kommt so ein Bild und Profilbild, wo Monte drauf ist. Das wollte ich eigentlich sagen. Oh, aber so ein seriöses Unternehmen wie Ey, Monte. ich fand einfach die Insta-Story von Monte zu wild. Er hat irgendwie so in seine Insta-Story so ein Screenshot gepackt. Und dann hat er so, wo so Profilbild und Bild von ihm auf dem Mercedes-Account waren. Und er hat so geschrieben: Gönnt VIP-Leasing wieder. Mein Digga, das fand ich zu wild einfach. Das wäre auch zu wild Bitte gewesen, gönnt einfach. VIP-Leasing. Ah, ja, safe. Man. Aber ich komme nicht drauf klar, wie die einfach so gehackt werden. Ja, Naja. safe. Ey. Digga, ich weiß nicht, aber irgendwie die Sucht ist übergegangen. Damals Minecraft-Sucht, zur Fortnite-Sucht, zur Lachgummi-Sucht, no placement. Digga, und jetzt ist es aber die fucking Valorant-Sucht. Digga. Uff, Digga, da wollte ich auch, darüber wollte ich, darüber wollt ich auch reden, actually. Es Ich bin ist. so drin. Ja, ich auch. Das Ding ist so, bevor ich Valorant gespielt habe, dachte ich mir so, es wird so ein Game, wo ich wieder extrem beschissen bin und ich einfach null Kills mache, jedes Mal und einfach so immer negative KD habe und es dann irgendwann aufhören würde. Aber actually ist es so gelaufen, ich habe meine ersten 5 Games verloren und seitdem spiele ich immer mit so Kollegen und so und selbst wenn ich verliere, es macht einfach Spaß. Es ist einfach Ja, nice. safe. Und die Sucht hat mich einfach so komplett gepackt. Ja, also Real Talk, das Game ist aber auch ultra wild, ne? Unser Squad, Digga, wir sind eigentlich gar nicht so schlechte Spieler. Na gut, wir haben jetzt einen schlechten Naja. Spieler mit dabei. Ich sag mal so, ich bin jetzt auch aber. kein guter Spieler, aber ich sag mal so, ein bisschen was kriegt man hin. Ja, natürlich. So. Aber das Game, Digga, es ist auch nicht unbedingt anfängerfreundlich. Aber du kannst schon echt schnell reinkommen, doch. Ja, Ist und ich schon muss auch möglich. sagen, so, es verwirrt mich immer noch das Aim in dem Game, so, weil es ist halt dieses Counter-Strike-Aim, dass du dich nicht bewegen darfst und eigentlich nur so One-Taps machen darfst. Und das kriege ich einfach immer noch nicht wirklich hin, so dieses Movement und so. Aber man kommt ein bisschen rein mittlerweile so. Ja, safe. Das Game, es gefällt mir einfach derbe. Ich meine, es ist so ungefähr wie zum Beispiel PUBG. Das vergleiche ich jetzt einfach Was? mal mit Counter-Strike. Hä? What the Und fuck? nein, 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 also PUBG. Na, okay, von der Grafik, okay? Von der Grafik. PUBG ist gleich Counter-Strike und Hm? Fortnite ist gleich Valorant. So hat sich das Ja, ungefähr ja, ja. entwickelt, weißt du? Ja, und das Ding ist, Fortnite war extrem erfolgreich. Und PUBG war zwar extrem erfolgreich, aber Fortnite noch erfolgreicher. Und Counter-Strike war extrem erfolgreich. Und Valorant ist jetzt quasi der Fortnite von Counter-Strike. Also, Ja, ich denke zwar so nicht, kann man dass es es auch sehen, ja. erfolgreicher. Ich denke zwar nicht, dass es erfolgreicher wird. Aber es ist auf jeden Fall ein nice Game. Denkst du, es wird in den nächsten Jahren erfolgreicheres Game geben als Fortnite? Nein, safe nicht. Also Das mit ich Fortnite war schon kranker Glücksgriff, was die da gemacht haben. Ja, das war halt auch geisteskrank mit dem Battle Pass und so. Die waren ja, glaube ich, einer der ersten, die das gemacht haben. Und Digga, dann mit den verschiedenen Seasons und den Turnieren und Digga, das hat die alles so gepusht, ne? Das ist Das Ding geisteskrank. ist, was mir aufgefallen ist, es gab bis jetzt die letzten Jahre, gab es immer einen Trend, der das ganze Jahr geprägt hat. So, es war Fortnite, war ein Megatrend, dann gab es Fidget Spinner, dann gab es Dabs. Was gab es noch? Auf jeden Ich Fall weiß die es drei nicht. Sachen sind mir jetzt so spontan eingefallen und das waren so drei Sachen, die so das komplette Jahr komplett geprägt haben. Über jedes Land, über alles. Und das ist halt, finde ich, Ja, crazy safe. mittlerweile. Aber ich habe diesen Dab,
Hype habe ich nie verstanden. Doch, irgendwie schon. Ich meine, ich habe Nein. auch den ein Digga, oder ich hab. anderen cringing Depp Ja, rausgehauen, natürlich, aber ich hab es. so. Aber Digga, ich hab's. Ich sag dir ehrlich, ich hab's nur gemacht, um halt einfach das. Um halt einfach rein zu cringen. Ich Ja, hab das nie safe, gemacht, safe, 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 um safe. jetzt zu sagen, oh mein Gott, hier war eine coole Situation. Ich tapp jetzt erstmal mies rein, Alter. Das ist einfach. What the fuck? Ja, es war Fühle ich gar nicht. cringig und das habe ich gefühlt. Ja. Real Talk, so ein Depp war übel Fremdscham und ich deswegen habe ich es einfach gefühlt. Ja, es ist auch einfach, ja. Aber, Digga, wenn du es jetzt so machst, in 2020, wirst du aber dafür geschlagen. Wirst aber auf der Straße zusammengetreten, Junge. Das ist Aber so geisteskrank. wie war früher waren so diese, da gab es dann immer so Dinger, wo du deinen Kopf reingemacht hast, so Holzbretter, weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Wo deine Hände und deinen Kopf reingemacht hast und dann haben dich Leute mit Steinen abgeworfen. Sowas Fuck? einfach. Einfach Steinigung oder so. Ja, aber ich überlege gerade, wie dieses Brett da heißt. Ach, keine Ahnung. Digga, du hast eigentlich deinen Kopf da so. Ach so, aber hä, war das nicht so eine Köpfung, wo so ein Messer runtergedingst ist? Nein, das ist ja eine Guillotine. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, weil ich es nicht kann, Alter. Ja, ich kann's auch nicht. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Hä, aber es gab so ein. Ja, stimmt, ach so. Ja, aber das war doch nur, dass du nicht abgehauen bist, Junge. Da wurdest du so. Das Ja, waren so ja, die ja. Handschellen von damals. Ja. Ja, aber da wurdest du doch nicht mit Steinen abgeworfen. Oder? Warte, hier steht, das heißt Joch. Aber das habe ich ja noch nie gehört. Ja, scheiß drauf. Einfach Brett mit Loch und Arm. Aber wie, Mit Kopf und Wikipedia. Arm. Lulwe. Oh Mann. Ey, Ja. Digga. Hast du noch ein Thema? Ja, ich will auf jeden Fall noch was Knall raus, raushauen. Digga, knall raus. Gestern war Papa Platte Charity Stream. Und das ist ja mal crazy, wie der abging. Also ich konnte ihn nicht wirklich schauen. Ich habe den Anfang gesehen und so ein bisschen nachmittags noch. Und Digga, die haben einfach so insane viel Cash gesammelt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt wirklich, aber es waren auf jeden Fall über 20.000. Und Ja, das das ist war halt. geisteskrank. Der hat auch irgendwie in der Uff. ersten Stunde, glaube ich, schon 10.000 gemacht. Ja. Es waren Das. 35.000. Also 30.000 von der Community und 5.000 von Gillette, soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall waren Sponsoren da mit dabei. Ja. Ja, es ist halt echt krank. Aber für Ja. was haben die. Die haben für diese Arche da gesammelt, ne? Ja. Aber weißt du, was ich an so Charity-Streams extrem dumm finde? Er muss ja Überweisungskosten zahlen, also die Leute. Und das zählt ja für ihn als Gewinn, den er macht. Ich meine, und darauf muss er dann nochmal Steuern zahlen. Und dann zahlt er zwar den Betrag an die Arche, die Leute gespendet haben, aber trotzdem ist es so, I don't know, dann sollen die Leute halt direkt zur Arche spenden. Und dann können sie auch sich so eine Spendenquittung oder sowas rausschallern. Keine Ahnung, finde ich Ja, irgendwie sinnvoller. safe, safe. Aber Deswegen keine ich Ahnung. verstehe die Spendenquittungen nicht. Wofür braucht Ja, man das ist so sowas? dumm. Nein, also Spendenquittungen sind dafür, das kannst du halt von der Steuer absetzen. Aber es ist halt so dumm geregelt, dass du einfach spendest, damit du weniger Steuern zahlen musst. So, what the fuck? Einfach So, dann intelligent. gibt's einfach so, dann gibt's einfach so Reiche, die dann irgendwie so Spendengalas machen, wo sie dann so einen Fußballschuh kaufen. Die können das als Spende machen, das heißt, sie müssen weniger Steuern machen, zahlen, und sie haben noch einen nicen Fußballschuh bekommen, so ist es halt einfach Fallfett. Aber trotzdem ist es halt irgendwie dumm. Weil man sollte halt, finde ich, spenden aus Überzeugung und nicht, weil man da deswegen weniger Steuern zahlen muss. Ja, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages juckt es ja nicht, ob du aus Überzeugung spendest oder weil du einfach weniger Steuern zahlen willst. Sondern Ja. Hauptsache, es gibt Leute, die spenden, Digga. Hauptsache, es Ja, gibt die okay. Leute. Weil ohne die. Also es ist egal jetzt ob mit Steuern oder ohne. Aber Hauptsache es gibt aber die Leute und natürlich ist es besser, wenn du so sagst, yo, ich stehe da komplett hinter und mach das jetzt nicht nur, um irgendwie so Anerkennung zu bekommen und oder um halt Steuern zu sparen. So deshalb, weißt du. Aber am Ja. Ende juckt ja nicht.
am Ende ist ja schon. Und vor allem jetzt auch beim Papa Plattes Fall. Ich meine, es würden, wir hätten noch nicht mal ansatzweise so viele Leute gespendet. Hätte er jetzt keinen Spendenstream gemacht, sondern nur so gesagt, ja, spendet halt mein. Ja, man so. Ey, es war auch geisteskrank, ja. Ne? Die haben ja alle gespendet und konnten noch einen Link irgendwie dazu machen. So ja, auf Sellout-Stream-Basis. Mhm. Und Digga, er hat einfach irgendwie nach einer Stunde oder nach eineinhalb Stunden hat er abgebrochen und hat dann gemeint, er hat noch irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Videomaterial, was eigentlich laufen hätte können wegen den Video, wegen den Spenden. Aber er hat es dann abgebrochen, weil es einfach zu viel wurde. Das Ding ist auch, am Anfang hat er schon irgendwie die ersten 10k, hat er ja noch nicht mal Sellout-Stream gemacht. Die ersten 10k kamen auf der Sora rein, ohne Link und alles. Ja, ja. Und es war auch schon crazy. Ey, aber was ich mit dir jetzt auch ansprechen wollte, Digga, manchmal finde ich Werbung einfach extrem weird. Es gibt so viele weirde Werbungen, wo ich mir so denke, Digga, wer kauft denn dann die Scheiße, wenn er die Werbung sieht? Naja, was meinst du jetzt? Also, jetzt zum Beispiel, wenn dann irgendwie so eine Fernsehwerbung läuft oder sowas, wo ich mir dann so manchmal denke, Digga, die Werbung, sie spricht mich nicht an. Ich finde nach der Werbung das Produkt einfach beschissener als davor. So, und das geht halt einfach dann so vielen Leuten so. Es gibt manche Produkte, die würde ich niemals kaufen, weil ich die Werbung einfach so abgrundtief scheiße fand und die würde ich dann aus Prinzip einfach nicht kaufen. Ey, ja, kenne ich auf jeden Fall. Aber kennst du auch diese Werbungen, wo zum Beispiel dieses, warte, wie heißt es, was so ganz, ganz spät abends läuft und da so dieses kauft jetzt meinen Nicer Dicer oder so. So mein so Media Shop. Ja, sowas. Genau, so irgendwie sowas, ne? Ja, Digga, ja. Da haben die einfach. Teleshopping oder so. Ja, Teleshopping heißt es, genau. Da habe ich letztens so ein YouTube-Video gesehen. Da haben Leute darauf reagiert und da wurde irgendwie so, also auch vor kurzem erst, irgendwie so eine Taschenlampe beworben. Und die hat dieser Mann hat es wirklich mit so einer Überzeugung gesagt, so, diese Taschenlampe hat 500 Lumen oder so und beleuchtet ihr ganzes Haus. Und dann wurden wirklich so Strahl, also es war wirklich so ein richtiger Strahler, der aufs Haus gerichtet wurde. Und Digga, das war, also es war geisteskrank. Und diese Taschenlampe wurde so overpowered dargestellt. Und dann hat einfach einer aus dem Stream, die haben da irgendwie drauf reacted halt, hat dann gemeint, allein seine Elgato Softboxen haben mehr als 2500 Lumen oder ja, so heißt es irgendwie, keine Ahnung. Und yeah. Dann, und die können ja nicht mal so ein ganzes Haus. Und dann am Ende soll es so eine kleine 500 Lumen Taschenlampe können. Digga, es ist einfach so eine Verarsche, was hier da angedreht wird, ey. Ja, das Ding ist, es ist Verarsche, aber trotzdem fühle ich es irgendwie, weil die es so mit so einer Überzeugung sagen. Das sind halt einfach, ich sag dir, die Werbung fühle ich mehr als so manche Fernsehwerbung. Oder weißt du, was ich auch noch manchmal nicht verstehe? Wenn dann irgendwann so an Plakaten oder sowas Werbung ist. Digga, meistens schaust du da doch eh nicht hin. Oder, ja. Oder noch besser, Radiowerbung. Digga, wer zum Fick hört sich den Scheiß Radiowerbung an und denkt sich dann so, oh geil. Da gehe ich jetzt aber mal hin und kaufe was. Das frage ich mich auch. Lohnt sich Radiowerbung? Das, also, Digga, es muss sich ja lohnen, weil sonst würden es die Leute nicht machen. Aber ich check's nicht. What the fuck? Ja, aber als Digga, ob dann wirklich Ding da Leute halt anrufen. So. Ich meine, nur das, noch, ja. Eigentlich nur noch die ältere Generation hört Radio, weil die meisten da halt kein Mobiltelefon besitzen. Aber, Digga, hä, die rufen doch dann nicht an. Ja, das, ja also, aber das Ding ist so, ich überleg mir, wenn ich ein Startup hätte. Ja. Wo ich dann Werbung machen würde. Weil, yes. Also obvious würdest du so ein bisschen auf Social Media und so aktiv sein und da auch Werbung machen. Aber yes, Digga, ich, also Fernsehwerbung und sowas. Digga, es kommt immer also auf dein Business an, was du machst. Ja, ja. Aber so meistens, Digga, wenn du jetzt irgendwie ein Klamottenbusiness oder so startest, brauchst du nicht im Radio da machen. Ja, na, das ist einfach nur Trash. Nicht, obvious nicht. Aber Digga, da gehst einfach zu so einem YouTuber, legst ihm 10k auf den Tisch und sagst, komm, mach mal irgendwie 30 Sekunden, rede mal in deinem nächsten Video 30 Sekunden lang über meine Klamotten und wie geil die sind. 10k, so. 30 Sekunden, okay. Und dann, passt es, Digga. Ja, das Ding ist so, ich meine, so, ich kann es mir nicht vorstellen, weil einfach so viel mehr Unternehmen
sollten, finde ich, auf YouTube irgendwie solche Partnerschaften mit YouTubern machen, weil ich glaube, das lohnt sich tausendmal mehr. Wenn jetzt schau dir zum Beispiel kurz genießt, man kennt mich da, aber erstmal gemutet, der Intelligente. so wenn du so Anker-Kaut, no product placement, Digga, die haben ja ihre Verkaufszahlen safe verdreifacht, seitdem sie mit Power Platinum Corporation haben oder sowas. Ja, safe. Das lohnt sich ja mal für die geisteskrank. Das ist wirklich extrem. Oder krass. Auch Level Up. Level Up hat einfach so viel gute Werbung gemacht, dass sie so erfolgreich geworden sind. Das ist der Grund, warum sie so erfolgreich sind, nicht? Also ich meine, sie haben auch ein Produkt, was man auch kaufen kann, weil es jetzt nicht komplett Trash ist. Aber sie haben extrem viel gute Werbung gemacht und ja, so sehr erfolgreich geworden. Ja, und das ist halt auch wirklich schlau, sich heutzutage mit irgendwelchen YouTubern, Streamern zu verpartnern. Wie dann, uns, ja. Ja, oder auch mit Podcastern. Oder, also ich meine, wir sind ja auch Allrounder. Wir sind Allrounder, also wir können alles an die Unternehmen kommen. Wir nehmen alles. Wir können auch kochen. Nehmt uns. Ankerkraut, bitte. Wir kochen irgendwas, das passt schon. Ja. Oder noch besser, Raid Shadow Legends. Wir würden dafür auch Werbung machen. Ja, wir spielen euer Spiel. Let's go, ja. Kommt ran. Nehmt uns als Partner. Und dann sagen wir, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Ja, Mann. Oh. Ihr müsst die Map von Rise of Kingdoms erstmal freischalten, denn alles ist in dichten Nebel gehüllt. Oh, Mann. Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich schau gerade über mich, es hängt einfach eine scheiß fette Spinne an meiner Wand. Oh, unangenehm, Digga. Also, es triggert mich gerade extrem. Es triggert mich gerade so sehr, dass die Spinne da einfach hängt. Weißt du, was ich extrem satisfying finde? Wenn du irgendwas Schweres auf Spinnen drauf knallst und dann. Nein. Und dann hörst du nur noch dieses Knackgeräusch von den Körpern. Was? Und dann, wie sie einfach sterben. Das finde ich bei Fliegen extrem satisfying, aber nicht bei Spinnen. Weil die knacken nicht so geil wie Fliegen. Ich ganz ehrlich, Spinnen. Weißt du, meine Taktik bei Spinnen ist einfach Handstaubsauger. Weg sind sie. Ja, das ist. Das ist einfach beste Taktik. Das ist wirklich die Taktik. Also Alter. Ich nehme natürlich immer ein Glas, tu ein Papier drunter und tu sie aus dem Fenster werfen. Ja, lässt sie wieder frei, ne? Ab in die Wildnis. Ja. Schön, ja, let's go. Weißt du, ich tu mal den Staubsaugerbeutel in die Wildnis. Also in den Mülleimer. Und da ist ja auch wie Wildnis. Du wirfst aber in den nächstgelegenen Fluss rein, Digga. Abfahrt. Let's go. Den Staubsaugerbeutel immer in den Fluss. So macht man das. Das ist wild, Digga. Ey, weißt du, ich hab ja vor dem Stream hier Mickey Stream ein bisschen vor dem Stream wahrscheinlich, vor dem Podcast hier, ein bisschen Mickey Stream geguckt. Hm. Und sein PC hat einfach ich meine, die neueren PCs haben ja alle so eine Glasscheibe, dass und du RGB, reingucken ja. kannst. Ja. Und Digga, er hat einfach seine Glasscheibe, kann so Blitze. Die hat ja, so eine kann Animation, halt so animieren. Digga. Ja, er kann seine Glasscheibe komplett animieren. Digga, das ist geil. Und das sind so Blitze, Digga. Ich weiß nicht, das kennt man safe von so einem Jahrmarkt oder so. Hm. Da gibt's doch auch diese Kugeln und diese Blitze drin machen, ne? Nochmal genießt, nochmal gemutet, ah? Hey, kennst du die? Ja, Bro, safe. Solche, ich will sowas unbedingt für mein Zimmer haben. Ich find sowas ultra geil. Hm. Aber safe. Nicht unbedingt in so einer Kugel, sondern irgendwie, ach, keine Ahnung, sowas will ich auf jeden aber Fall. Digga, wenn wir dann hier meinen Room erneuern und dann geisteskrank hier umstellen, Alter, dann wird sowas gekauft, Mann. Aber generell finde ich animierte Glasscheiben, es blowt einfach mein Mind, dass das possible ist. Weil ganz ehrlich, ich meine, Nick Merckx hat ja auch sowas, als wir sein Video angeschaut haben. By the way, schaut bei der Reaction vorbei. Mr. Breezy TV einfach auf YouTube eingeben, einfach hier ein bisschen bestätigen und kostenfrei auf ihren Bruder was supporten. Kuss geht raus. Nee, danke auf jeden euch. Fall, der hat jetzt auch so einen Kühlschrank, wo er in der Glasscheibe so ein Logo erscheinen lassen konnte. Und das war auch, Digga, dass das so funktioniert. Das finde ich crazy. Ich,
Ich check halt nicht, Digga, normal. Also, ich check halt nicht, wie es gehen soll. Ja, ich auch nicht. Es ist einfach so unvorstellbar. So, ich meine, du kennst doch sicher diese kleinen USB-Ventilatoren, die du an deinem Ja. PC anschließen kannst und dann erscheint so eine Schrift, ne? Sowas haben wir Ja. zum Beispiel von Telekom. Und, No Digga, product da, placement. no product placement, und da Aber ihr siehst du könnt halt uns so sponsern. diese, da siehst du, glaube ich, diese einzelnen Pixel drauf. Aber auf dieser Glasscheibe von Nick Merckx, Digga, du hast einfach gar nichts gesehen. Es war einfach Glas. Bro, das blowt mein Mind, aber richtig dolle. Ich check's einfach nicht. Oder ist es einfach so ein fetter Screen und da wird einfach der Inhalt vom Kühlschrank gezeigt, weißt du? Wieso? Also Ja, im Kühlschrank ist nee. eine Kamera und dann wird's darauf. Aber ist ja Nee, einfach nee, nee, übel nee, nee. useless. Das wäre ja mal, also das ist ja mal safe nicht. Ja, aber sowas gibt's bei Kühlschränken, glaube ich. Ja, aber das ist ja mal, das ist weird. Ja. Geb ich zu. Ist weird, aber könnte sein. Haben wir bei Ja. Galileo gesehen. Digga, aber generell auch, ich sag dir generell, die Technik blowt aber meint. Ich kann mir auch, es ist auch so schwer vorzustellen, dass so ein PC funktioniert, weißt du? Ich meine, für mich ist es normal, dass es PCs, Handys und sowas gibt. Aber ja, es ist trotzdem, kann ich mir so nicht vorstellen, wie das funktioniert. Wie Ja, viel? das ist echt krank. Also, dass du einfach da so Hardware hast und auf einmal kannst du so Bild auf deinem Bildschirm anzeigen lassen, ist crank. Also, ich Ja, würde auch gern safe. so wissen, wie das alles funktioniert und dies und das. Ich denke, das werde ich dann mehr oder weniger spätestens in meiner Ausbildung da lernen. Oh, ich werde auf Discord mies angerufen. Ja, von Felix. Oder? Ja. Ja, Das ist der richtig. predictende Ich gehe Boss. erstmal in die Bitte nicht stören Modus rein. Ja, Let's Digga, go. ich auch. Ah, perfekt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch heute, weil ich heute eventuell ein bisschen unterwegs war und im Auto gesessen war, und da habe ich mir auch so überlegt, ah, wie wäre es, Bugatti wenn war so, gesessen. ja, natürlich wieder ein Bugatti Chiron. Und auf jeden Fall habe ich mir überlegt, so, was wäre, wenn so auf The Walking Dead angelehnt so ein Zombie-Apokalypse oder so ist und du so komplett alleine dich so durchkämpfen müsstest. Weil, Digga, ich würde ja mal safe einfach nur wegsterben. Digga, Real Talk. Wie soll ich denn an bitte Essen rankommen? Wahrscheinlich werde ich dann einfach so Bauer und Pflanzer so plötzlich Essen an, was ich jetzt schon mit scheiß Blumen nicht hinbekomme. Ich würde so verrecken. Du wirst einfach wegsterben. Ich wäre Ja, einfach ich, der also, Guy bei es. Zombie-Apokalypsen, der übel useless ist und einfach instant am Anfang wegstirbt. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich mich verteidigen soll. Weil ich denke, ich werde nicht instant wegsterben. Da, Digga, Ne, ich ich würde weiß nicht. verhungern. Ich würde verhungern. Ich sag's so, wie es ist. Nein, Digga, barrikadierst du dich hier im Edeka um die Ecke, Alter, und dann easy. Yo, einfach ein Edeka verbarrikadieren. Ja, Ja, da Digga, gibt's da ja auch so überlebst du eine schon safe. Fleischerei und da ist ja safe eine Küche da, Digga. Kannst ja kochen, regelst Ja, ja alles aber ab. Digga, Easy. das läuft ja ab. Ja, Digga, am Ende ernährst dich halt von Mehl und Wasser. Ja, und auch, und jetzt stell dir mal vor, du könntest jetzt nichts anpflanzen, dann müsstest du ja jagen gehen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast keine Waffe, mit der du irgendwelche Tiere abschießen kannst. Wie jagst du bitte? Du kannst auch nicht mit dem Messer einfach so ein Tier erstechen und es dann essen. Ja, das Ding ist halt auch, du musst halt auch immer drauf gucken, wie viele Leute sind jetzt hier betroffen. Also, und dann musst du halt gucken, kannst du irgendwie in die Polizeizentrale oder so einbrechen und dann dir ein paar Waffen klauen, weißt Ja, Digga, ich sag mal so, ich kenne auch eventuell einen Jäger, von dem würde ich mir dann sein Jägergewehr reinziehen und dann würde ich trotzdem nichts treffen damit, aber ja, Ey, so Bro, vom Prinzip her. du brauchst eine Spraywaffe. Du kannst ja Spray. nicht irgendwie. Du kannst ja nicht Spraywaffe. irgendwie snipen, Digga. Retalk, Oh Mann, du kannst bin ja ein nicht P. lossnipen. Du brauchst da wirklich irgendwie, ne? Hä, warum lossnipen? So bei einer Spraywaffe geht dir doch übel schnell auch die Muni aus, oder? Hä, also ja, schon.
Aber bei einer Sniper, Digga, wenn du dann eben von 20 Leuten verfolgt wirst, Alter, Ja, bist du am Digga, Arsch. obvious ist das scheiße, aber da muss halt so mit dem Messer reingehen, weißt du? So. Ich meine, ich habe The Walking Dead viele Staffeln geguckt. Ich weiß, wie das funktioniert. Immer schön mit dem Messer ins Gehirn reinstechen und dann ist der Zombie tot. Da bin ich Experte drin. Ah, perfekt. Ah, dann kennt sich wenigstens aus, dann passt das ja. Ja, Digga, ich sag dir, die Zombies würde ich alle wegraggen. Aber ich würde halt verhungern. Ey, Retalk, am Ende des Tages kannst du ja eigentlich bei dir zu Hause chillen, oder nicht? Ja, nein, also Real Talk, wenn jetzt so wie The Walking Dead wäre, würdest du halt am Anfang so, denke ich mal, so durch von Haus zu Haus ziehen und so alle Türen aufbrechen und dann da halt nach Dosen oder so, Dosen essen oder sowas suchen. Ja, haben eh alle Hamsterkäufe gemacht, Digga. Ist doch Naja, was da, Digga, wegen denke ich. Corona, da ist eh Easy, schon Alter. perfekt. Jetzt Zombie-Apokalypse, perfekt. Ja, Mann, wir haben die perfekten Voraussetzungen. Ey, aber meinst du, es wird dann auch so eine Basisstation geben, wie in The Walking Dead, dass du dann so an einem Wort, an einem Ort, dass du dann so Radio und über Funk und dies und das, Ja, dass ich meine, dann alle sagen, kommt mal hierher. Kommt mal alle nach München, Leute. ich will jetzt nicht The Walking Dead spoilern, aber Digga, in The Walking Dead ist es ja im Endeffekt so Real Talk, da ist ja einfach alles tot. So, jeder. Ja. Also, wenn eine Zombie-Apokalypse sein sollte, dann lieber alle tot einfach. Also dann lieber viele Zombies und nicht so viele Überlebende. Weil Aber andersrum weiß ich nicht. Irgendwie, da fressen mir die Leute zu viel Essen weg. Fett. Ja. Ja. Auf jeden Das Fall, ist ich würde halt. sterben. Ey, und? Weißt du, wo wir jetzt gerade mal so beim Thema Land, Stadt und Überleben sind, Bauern, Digga, ich meine, ich lebe jetzt nicht in einer Großstadt oder sowas, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, so komplett aufs Land zu ziehen. So komplett in die Pampa rein, wo du sagst, Digga, die nächsten 30 Kilometer sind nur so kleine Scheißdörfer. Digga, das wäre, fände ich ja mal so abfuck. Ich finde bei uns, Digga, ist perfekt eigentlich. Ja, jetzt da, wo wir leben, finde ich es auch extrem nice. Aber Wir so, wenn sind du so so, wegen. wir sind jetzt keine Riesenstadt. Wir sind aber jetzt auch kein kleines Dorf, sondern wir sind so, ja, ich würde sagen, 3000 Einwohner. Wir leben halt wegen außerhalb einer größeren Stadt in einer weiteren Stadt. So kann man sagen. Ja, so kann man sagen, ja. Und Digga, da finde ich es extrem entspannt, weil du kannst so easy in die Großstadt fahren, in so ein paar Minuten. Und Digga, wenn du dann so weit weg wärst, ich meine, es wäre extrem entspannt, aber irgendwie wär's mir einfach zu langweilig, Digga. Wenn du dann, jetzt allein schon, wenn du dann irgendwie was besorgen willst oder sowas und dann mal in die Innenstadt gehst oder sowas, auf den Weihnachtsmarkt, Glühwein trinken, Digga. Also, ja, I don't know. Ja, safe, Digga. Und bei, wenn du dann halt auf so einem Kack, Dorf lebst, Junge, musst du erstmal 3 Stunden in die nächstgrößere Stadt fahren, Alter. Um dann hier dir einen Glühwein reinzujagen, Alter. Ja, oder du I don't kaufst know. halt auf deiner Dorffest Glühwein mit so Rentnern, die alle über 60 sind. Oder, Digga, in den meisten Dörfern, Digga, gibt's nicht mal so ein Fest. Das ist ja Das ist das. doch safe, oder? Nein. Ja gut, da gibt's vielleicht so an einem Abend, kommen da so 10 Leute aus der Gemeinde zusammen Ja, okay. und dann gibt's so 3 Leute, die einfach irgendwas singen und einen, der ein bisschen Kinderpunsch und Glühwein für 6,50 € verkauft und dann kannst du dir da mit deinen Rentnerkollegen da wirklich einen hinterkippen, Alter, und fertig. Okay, als Ja. Rentner fände ich es schon lässig, wenn du dann einfach so deine 10 Rentnerkollegen hast, mit denen du einfach dann so deinen Glühwein reinziehst. Oder so ein Weinschorle trinkst. So, jeden Nachmittag Einfach einfach. mit der Pfeife in der Hand, Digga. Ja, da eine Pfeife rauchen. Im Garten. Ja, Digga. Easy, Mann. Einen durchziehen. Oh, ja, Mann. Safe. Ja. Safe. Einfach Goals. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Thema hitten Ja, können. komm, mach. Okay. Die Regie sagt, ist noch okay. Okay. Ja, okay. Regie? Regie sagt, ist noch okay. Wir können noch Ah, ein Thema mit einbringen. warte. Ich hab eine Nachricht von der Regie bekommen. Es geht.
Ja, Ekelhaft. ich auch über den Über mein Stecker im Ohr Headset. hier. Ja, Stecker im Ohr, sagt man das. Über die AirPods natürlich. Über die Airpods, Digga. Ey, ich hab's dir letztes Mal, ich hab's schon mal gesagt, irgendwie, ich glaube letztes Mal sogar direkt nach dem Podcast. Weil ich ein Baba-Thema ist mir da eingefallen. Und zwar Tierversuche. Oh, ey, das Ja, habe ich ja. komplett vergessen. Ja, Tierversuche. Weil, Digga, das Ding ist halt, bei der Kategorie, Digga, es gibt kein Thema, glaube ich, wo sich die Meinungen mehr teilen, Alter. Das ist geisteskrank. Weil, ich meine, auf der einen Seite ist ja einfach gut, dass du beispielsweise mit Tierversuchen manche jetzt sowas wie irgendwelche Antibiotika oder so an Tieren testest. Und ob die halt dann auch für den Menschen gut sind. Oder es gibt halt auch die anderen, die sagen, ja, mit den Tierversuchen, da bringst du die Tiere um. Das Ding Und ist halt ich, das so. Ding ist, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe beide Seiten und das ist ein sehr schweres Thema. Ja, safe. Das Ding ist so, was ich jetzt gehört habe, ist es halt so, erstens sind es immer noch Tiere, so das heißt, du kannst es nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, was dann manchmal zu Problemen führen kann. Und Digga, weißt du, was ich auch meistens nicht verstehe? Es muss doch heutzutage, also jetzt von früher jetzt mal abgesehen, früher hast du sicher Tierversuche gebraucht, um irgendwas so hinzubekommen. Aber heutzutage musst du doch irgendwie es hinbekommen, ohne dass das Tier jetzt großartig leidet oder komplett ohne Tierversuche irgendetwas hinzubekommen. Weißt du? Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du jetzt irgendwie so Laborratten oder so nimmst, Digga, da weine ich jetzt nicht, wenn die halt draufgehen bei dem Versuch, ne? Da, das Ja, juckt mich halt safe nicht. nicht. Aber trotzdem will man natürlich nicht irgendwie, dass selbst so eine Ratte, dass die einfach ultra Schmerzen hat. You feel me? Ja, was du nicht Ja, willst, das man dir natürlich. tut, das füg auch keinem anderen zu, hat ein weiser Mann mal Natürlich. gesagt. Also, ich. Ja, Digga, es ist halt true, aber halt wirklich, es juckt dich halt nicht, ob da Ja, jetzt safe irgendwie nicht. eine Safe, 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 safe. herangezüchtete Laborratte down geht, ne? Ja. Aber ja, es ist halt wirklich, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Ich wollte es eigentlich nur in den Raum werfen und deine Meinung dazu wissen. Ja, aber das Ding ist halt so, ich lebe generell so, dass es mich relativ wenig juckt, wenn irgendwas stirbt, you feel me? Weil so der Tod ist allgegenwärtig. Ist ein bisschen deep, aber ist halt so einfach so. Und Digga, Ja. wenn dann so mal, wenn du jetzt als Veganer sagst, ja, du willst halt nicht, dass die Tiere leiden oder sowas, oder als Vegetarier jetzt, kann ich verstehen so, aber jetzt so dieses an sich, dass ein Tier stirbt und du es dann isst, finde ich jetzt keinen verwerflichen Gedanken grundsätzlich. Das Ding ist auch bei zum Beispiel dem Thema wenn du vegetarisch leben willst. Bei mir wäre es so, ich würde nicht vegetarisch leben, um jetzt zu sagen, jo, ich will, dass halt keine Tiere irgendwie getötet werden oder so, sondern ich würde einfach aus dem Grund das machen, weil es halt einfach gesund ist, so für mich. Und dass halt die Tiere sterben, ist halt ein positiver Nebeneffekt, weißt du? Ja, das Ding Aber ist. ich würde da jetzt nicht sagen, so, jo, Alter, da ist jetzt ein Schwein gestorben. Scheiße, Mann. Das ist halt, I don't know. Das Ding ist halt so, für mich zum Beispiel ist es so, ich glaube, ich würde jetzt nicht so wie du das sagst so, sondern für mich wäre so der Hauptgrund, dass dann einfach so Tiere nicht mehr leiden müssen, weißt du? So, das Ding ist, an sich finde ich es mir extrem egal, wenn ein Tier stirbt, so an sich. Ich glaube, ich hätte jetzt auch kein Problem, Digga, wenn ich jetzt so mein Tier selber schlachten müsste, weil Zombie-Apokalypse ist, würde ich da jetzt nicht dem Tier hinterher trauern, solange es nicht leiden muss. Weißt du, wenn du dann ein Tier so anschaust und du merkst, Digga, dem Scheiß-Tier geht's einfach nicht gut, dann fühle ich da einfach mit, weil ich so generell, würde ich sagen, ein verhältnismäßig tierlieber Mensch bin. Ja. Na gut, das ist halt bei mir schwierig. Ich hatte halt nie einen Haustier. Und so zum Beispiel Hunde oder so. Digga, bin ich immer, finde ich nice und so. Aber ich würde mir halt jetzt selber,
jetzt halt, auch weil meine Eltern es halt aber nicht wollen, ein Tier kaufen, also einen Hund oder so. Ja. Aber trotzdem, natürlich, ich verstehe den Aspekt, wenn du sagst so, yo, ich will nicht, dass die Tiere leiden oder so. Aber deshalb finde ich es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie sterben. Ja, Weil, okay, Digga, ich ja. meine, die werden in ihren Zuchthallen, werden die so mit Medikamenten zugeballert, Alter. Die leben Ja. so, die fressen manchmal ihre eigene Scheiße einfach. Denen geht so dreckig und dann ist einfach ein Segen, wenn die down gehen. Ja, das ist So. ja das. Aber dann musst du halt schauen, dass du das Fleisch nicht mehr so stark konsumierst, dass halt dann auch keine Ja, neuen das ist halt, nachkommen, das. so. Ja. Auch deshalb meine ich ja, es ist halt auch gesund für dich, weil so viel Medikamente wie in diesem Ja, ja, Fleischzeug drin ja. ist, ist halt erstens schlecht für dich, dann wirst du irgendwann, werden deine Dings resistent, die Viren, und dann kann dein Körper halt nichts mehr machen. Und es ist halt auch schlecht für die Tiere. Also ich würde es halt einfach fühlen, wenn jeder Bauer so. Aber hier ein auf Bodenhaltung und Freiland und dies und Ja, das macht. aber dafür dann halt auch die Menschen weniger Fleisch essen, so. Weil ich meine, wenn jeder jetzt Freilandhaltung machen würde, dann würde es vom Fleisch vom Platz her sich nicht ausgehen. Dann müsste halt einfach jeder weniger Fleisch konsumieren. Ja, ich So. denke, das wird auch gleichzeitig dann passieren, dass jeder Mensch Ja, natürlich, weniger Fleisch weil der konsumiert, Fleischpreis weil. dann auch extrem Ja, das wollte ansteigt. ich gerade sagen, weil es einfach teurer wird dann. Ja. Ja, safe, safe, safe. Aber trotzdem würde ich dann sagen, dass wenn das jetzt so der Fall wäre und so ein Fleischpreis extrem in die Höhe schießt, weil alles so Freilandhaltung und sowas ist, Digga, dann würde ich zwar weniger Fleisch essen, so, aber trotzdem würde ich noch sagen, Digga, wenn zu so einem feierlichen Anlass kannst du dir mal so ein geiles Stück Fleisch gönnen, weil es schmeckt halt auch einfach. Und es ist jetzt auch, wenn es dann so nicht mit Medikamenten vollgepumpt ist, ist es halt auch einfach, ja, gesund in dem Sinne, weißt du? So im Ja. Fleisch ist relativ viel, was der Körper ja verarbeiten kann. So. Mach einfach so wie die Frau bei Galileo. Ess Ja! einfach pro Tag, Oh. aber so ein halbes Kilo rohes Fleisch. Ist, by the way, auch auf unserem YouTube-Kanal. Schaut vorbei. Ist nicht auf unserem YouTube-Kanal, weil Ist nicht? Galileo es weggestrikt hat. Oh, dann ist es nicht auf unserem YouTube-Kanal, aber wir haben auf jeden Fall drauf reacted. Ja, wir Auf haben so eine drauf Frau, reacted, die nur aber. rohes Fleisch isst. Junge, es ist einfach der Wahnsinn. Wie kann man bitte einfach nur rohes Fleisch essen? Seit Ja, zehn Digga, und dann Jahren. sag ich selber, dass es ihr nicht schmeckt. Sonst verstehe ich nicht. Wenn ich Fleisch Ja. esse, dann sag ich so, Digga, es schmeckt einfach babamäßig. Jungs, ihr müsst euch vorstellen, die Frau, sie hat einfach so einen Fisch genommen, so einen richtig, sie hat einfach einen So toten Fisch genommen. Fischkopf. Kopf. Ein Fischkopf. Einfach, den verwertet man ja eigentlich nicht, sondern den knallt man einfach in die Mülltonne so mäßig, ne? Weil da ist ja nicht viel zu holen. Sie hat aber den 300 IQ-Move gemacht, schallert das Ganze Ja. in den Mixer, mit Knochen, mit alles, Digga, komm, mach, Alter, mach rein, Alter. Dann hat die durchgemixt auf höchster Stufe und, ja moin, hat's aber als Shake getrunken. Beste Leben, Ja, Digga. Digga, und sie sagt aber so selber, ja, es schmeckt einfach scheiße und sie hält sich die Nase zu. Also, Sie ich kann verstehe es nicht. die Scheiße nicht mehr trinken, aber sie macht's halt einfach, weil es irgendwie gesund ist. Vor allem ist in einem Fischkopf so Sachen drin, die extrem gesund sind? Nein, oder? Ich Also weiß nicht, es dass nicht. ich wüsste. So, dann kannst du auch gleich das Fischfleisch essen, was so denselben Effekt hat, oder? Und es schmeckt halt auch Ja. noch geil. Ja, halt echt. Es ist irgendwie dumm. Vor allem, ich verstehe halt auch nicht. Die Frau, sie brät einfach ihr Fleisch nicht an. Sie isst es einfach Sie roh. Ja, trocknet moin. es und ist es roh. Ja, Und nee, sie isst manchmal geht die auch Rückenmark. einfach so hin zum Metzger, ballert sich wie nennt man das? So ein Eisbecher ballert die dahin auf den Tresen und sagt, komm, mach mal ein bisschen Mett rein. Für unterwegs Als knall ich mir das rein, Eisbecher. Alter. Ja. Ja, halt wirklich, also sie einfach den Fleischbecher. Das ist die Erfinderin. Ja. Der ist so dumm, Mann. Also, Ja. manche Leute sind echt holy shit, die sind Ey, geistig weißt du, was ich mir auch gerade geisteskrank. überlegt habe, wo wir die ganze Zeit über Fleisch reden? Ist es nicht so, dass es auch generell einfach viel, viel mehr Energie kostet, wenn du eine Kuh fütterst und die dann isst, als wenn du gleich das Futter isst, was die Kuh isst? Eigentlich ja schon. Ja, aber ich denke, da geht es halt auch um
um das Genussmittelfleisch, ne? Ja, natürlich. Aber trotzdem ist es so, halt so eine Sache, wo du sagst, Ich muss auch Ja. ehrlich sagen, ich bin echt mit meinem Fleischkonsum in den letzten Wochen etwas zurückgefahren, etwas zurückgerudert, auf poetisch angelehnt. Digga, ich habe erstmal neben mir ein Und Steak liegen. nein, Digga, Man kennt so mich. komplett, dass ich einfach gar kein Fleisch Ja, gegessen habe, natürlich. ist jetzt nicht. Aber zum Beispiel, statt dass halt meine Mutter irgendwie so, wie so Burger-Patties aus Fleisch gemacht hat, sie hat aber irgendwie so, so Linsen oder irgendwelche Grünkernbratlinge. Was Und ist voilà, Grünkernbratlinge? ja, es gibt so eine Ding, so ein Pflanz, die heißt irgendwie Grünkern. Und daraus hat die hat es halt. Grünkern. Ja, Erstmal ich glaube schon. googeln. Ja, so heißt es, oder? Ja, es gibt's auf jeden Fall. Aha. Grünkern. Und Ja. jetzt gib mal Grünkern-Bratlinge ein. Und dann geh auf Bilder. Und Okay. sowas hat meine Mutter halt anstatt von Fleisch gemacht. Und Mashallah, ich schwör, ich fand es einfach besser als mit Fleisch. Uff. Ey, Oder Digga, auch ich zum hab. Beispiel, macht meine Mutter keine Lasagne mehr mit Hackfleisch drin, sondern eine Linsenlasagne mit Linsen drin. Digga, ich kann mir immer noch keine Linsenlasagne vorstellen, muss ich sagen. Google doch, es ist einfach genau eine normale Lasagne, nur dass halt Linsen drin ist und sie vegetarisch ist. Und Linsenlasagne? es ist halt einfach eine normale, nur dass du halt kein Hackfleisch isst, sondern Linsen. Und Ja, der Geschmack ist jetzt nicht unbedingt großartig unterschiedlich, so. Deshalb ist Digga, egal. ich hab auch für mich entdeckt, so, wenn wir so früher gegrillt haben, haben wir immer so einfach nur Fleisch so gegrillt. Und Digga, jetzt so ein bisschen Grillkäse, muss ich sagen, ist auch einfach nice. Ich Ja, ich weiß nicht. meine, es ist Grillkäse habe ich noch nie Käse. für mich entdeckt. Nee, das Ding ist, ich auch eigentlich nicht. Wobei ich Käse generell meistens recht geil finde, außer auf dem Brot. Lul. Aber da muss ich sagen, habe ich auch irgendwie ein bisschen für mich entdeckt, muss ich sagen. Ja, moin. Ja, das ist aber auch schön. Also, bei mir ist auch so, wir haben jetzt, Schön. glaube ich, dieses Jahr viermal gegrillt schon. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Und ich habe einfach wirklich so 75% einfach irgendwie Salat und hier, wie heißt es, Kräuterbutter-Baguette gegessen und so Die guten 25% halt Fleisch. Kohlenhydrate. Ja, ich weiß nicht, Digga, irgendwie, mir schmeckt halt auch Fleisch einfach nicht mehr so gut wie damals. Es ist, Also, Real Talk, davon, Digga, ich das weiß es kann ich jetzt nicht. nicht sagen, dass es mir einfach schlechter schmeckt als damals. Weil ich finde es immer noch extrem nice so. Na, aber nein, Aber okay, es ja. schmeckt nicht unbedingt schlechter, weil der Geschmack hat sich ja obviously nicht verändert, so. Aber ich esse es halt ungerner. Also ich esse es nicht so gern wie damals. Damals, Digga, ich habe mir so Fleisch übel oft reingezogen, aber ich mag es irgendwie nicht mehr. Deshalb habe ich auch meinen Fleischkonsum ein bisschen zurückgeschraubt hier. Ey, weißt du, bevor wir jetzt beenden, will ich noch eine Sache sagen. Ich finde es so extrem dumm, wenn dann immer in solchen Fernsehberichten nur so eine Scheiße gesagt wird. Ja, die Leute machen sich ja auch gar nicht bewusst, dass sie da ein Tier essen, was jetzt tot ist. Digga, das finde ich so dumm. Real Talk, die Aussage finde ich einfach nur richtig scheiße. Weil so, Es ist wirklich so. ich meine, natürlich denkt man jetzt nicht so immer darüber nach, Digga, das war einfach so eine Kuh oder sowas. Aber selbst als kleiner Butschi habe ich schon gewusst, ich esse da ein scheiß Tier, was gestorben ist. Und das habe ich auch Ja. immer so bewusst vor Augen gehabt. Also Hä, zumindest als ich ob. jetzt. Nee, Digga, irgendwie, ich dachte mir halt so, natürlich, wenn ich gefragt werde, ich weiß, dass das ein totes Tier ist, was ich esse, was halt weiterverarbeitet wurde. Aber, Digga, dass ich mir dann so richtig Gedanken drüber mache, yo, Ja, dieses Tier ist jetzt natürlich wirklich jetzt. dafür gestorben, so mäßig, habe ich noch nie Ja, gemacht, glaube ich. natürlich jetzt so. Du machst ja natürlich jetzt immer nicht die kompletten Gedanken, aber trotzdem so diese Aussage an sich finde ich immer extrem weird und hasse ich auch einfach. Weil es halt so einfach nicht wirklich stimmt. Also, so zumindest für mich jetzt nicht. Also, dann mach dein Auto. Ich mach mein Outro, ja.
Danke, dass ihr bis zum Ende natürlich wieder gehört habt, meine lieben Mal Freunde. wieder wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen. Ich glaube, wir sind jetzt, das ist Folge 8, oder? Ich glaube schon, ja. Alter, und dann Folge 10, Junge, ich freue mich schon Zwei drauf. Monate machen wir das Ganze jetzt schon. Das wird ein geisteskrankes Duo, Alter. Werde ich Moritz beim Podcast in die Augen sehen. Und das, also ich freue mich schon mega drauf. Dann würde ich euch noch ein. Haben wir das überhaupt schon gesagt? Dass wir über Folge Ja. 10 uns zusammensetzen wollen und dann aufnehmen wollen? Wir Aber haben wenn, dann gesagt, wisst ihr es Folge jetzt. 10. Folge 10 soll eine Special-Folge werden, haben wir gesagt. Ja, Na, auf jeden okay. Fall. Danke, Tschüss. dass ihr auf jeden Fall wieder den Podcast gehört habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.